Plus. Plus. So, die letzten Stimmen sind ausgewertet und wir schauen jetzt mal rein, welches Set diesen Monat beim Wunschreview gewonnen hat. Los geht's! Und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen in Zinkers Startstube. Mein Name ist Zinker und du bist genau richtig. Warum? Genau, denn du bist in meiner Dartstube gelandet. Ich löse jetzt das Rätsel um das Setup des Monats Februar. Ihr habt wieder gewotet wie die Verrückten. Insgesamt gab es 466 gültige Stimmen. Auf Platz 3 habt ihr gewählt mit 24% und 110 Stimmen Gervin Price Back to Black Darts. Kam wohl nicht so gut an. Auf Platz 2 mit 32% und 150 Stimmen war dann Adrian Lewis mit den Generation 3 Darts. Und auf Platz 1 mit sehr großem Vorsprung, 44%, 206 von 466 Stimmen. DVD Dirk van Dijvenbode. Keine Sorge, ich habe extra einen Holländer gefragt, wie man Dirk van Dijvenbode ausspricht. Ich habe es jetzt 10 Minuten geübt und ich hoffe, es ist richtig. Also auf Platz 1 Dirk van Dijvenbode mit seinen Auberginius-Darts. Und ausgegebenen Anlass war ich beim Gemüse- und Obsthändler in der Nähe und habe mir die Auberginius-Darts gegönnt. Kleinen Moment, ich hole sie kurz. Hier sind sie! Als allererstes fällt einem natürlich die auberginenartige Farbe, also Purple aka Lila, auf. Interessant sehen sie aus, ob sie es auch im Gesamtpaket sind. Das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Also starten wir rein. Auf der Verpackung sehen wir einen silbernen Carbon-Effekt gepaart mit orangenen Akzenten, also kurz gesagt Hollandfarben. Dazu sehen wir noch einen brüllenden Dirk und im Sichtfenster auf der linken Seite lächeln uns die lila strahlenden Pfeile schon an. Auf der Rückseite bleibt das Farbschema gleich und wir bekommen sogar noch ein kostenloses Fremdsprachentraining. Wow! Im Video behandeln wir hier die 23 Gramm Variante. Die Darts gibt es auch noch in 25 Gramm. Der 90%ige Tungstenanteil bleibt natürlich, egal bei welcher Variante, gleich. Nach dem Öffnen erwartet uns ein kleines, aber feines schwarzes Plastikcase. Darin befinden sie sich dann auch die Auberginius Darts in lila/silber. Das ist genau mein Geschmack und ist doch einfach nur geil anzusehen, oder? Zum Lieferumfang gehören natürlich noch 3 Bulls Medium Nylon Shafts und 3 DVD Dirk van Dijvenbode Powerflight P-Flights. Also schrauben wir mal alles zusammen und gönnen uns folgenden auberginenartigen Anblick. Ah, einfach nur herrlich. Kümmern wir uns jetzt um den Barrel. Dieser besitzt einen durchgehenden Nano Plus Ringgrip. Im mittleren Teil greifen wir den Nano Grip, während wir am oberen und unteren Teil des Barrels einen Ringgrip haben. Der Name Auberginius ist oben am Barrel nochmal eingelasert worden und ich finde, das Ganze sieht doch schon mal sehr schmackhaft aus. Die Maße des Barrels in der 23 Gramm Variante sind folgende. Wir haben eine Länge von 50,8 mm und einen Durchmesser von 6,88 mm. Die Flights kommen natürlich stimmig zum restlichen Setup daher und zeigen uns den verrückten Holländer, wie er auf der PDC-Bühne am Upraven ist. Als Points dienen uns hier standardmäßig ganz normale schwarze Spitzen. Da ich heute gute Laune habe und noch einen draufsetzen will, habe ich das Setup mit lila L-Style Two-Tone Flights und lila L-Style Two-Tone Shafts versehen. Also sind wir jetzt im kompletten Auberginius-Style unterwegs. Na dann, ab an die Scheibe, ab ans Board. So, dann schauen wir doch mal, ob ich heute zum Auberginius werde mit meinem abgestimmten Setup in Purple aka Lila. Also los geht's. Wir hauen heute einfach mal ein paar drauf
und starten mal bei der 20. Mal gucken, wie sich der Grip so schlägt. Gervin Price ist wieder da. Wow. Schade, aber vom ersten Eindruck her sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv. Okay, dreimal komplett ins Nichts geblasen. Der Grip ist sehr gut, also für mich zumindest ist er das, denn ich packe den Pfeil recht weit hinten an. Moment, ich simuliere mal kurz. Also ganz genau hinten an dem silbernen Teil packe ich den Pfeil am meisten an. Da ist natürlich der Grip stärker und da funktioniert das doch schon mal gar nicht so schlecht. Würde ich mal meinen. Im mittleren Teil bei dem Mikrogrip ist jetzt ehrlich gesagt nicht so viel los. Da ist ja, vielleicht würde ich mal beim mittleren Teil eine 5 geben. Beim oberen und unteren, dem Ringgrip, sage ich es euch gleich. Gebe ich mal eine 6,5. Also es ist nicht ganz so eine 7. Es ist so, ich würde sagen, Moment, ja, zwischen Grip-Level von normal bis griffig. Also ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, was es davon ist. Für griffig fehlt mir noch ein bisschen was. Deswegen denke ich mal, ist die 6,5 halbwegs gut eingeschätzt. Doppel 5. Ja, klappt heute nicht mit den Doppeln. Aber so an sich gefällt mir das wirklich gut, ist sehr ausgewogen, der Grip. Ich mag allgemein diese Barrels, wo der Grip an den meisten Stellen quasi, boah, was ist denn heute los, gleich ist. Und hier ist er das ja, außer halt in der Mitte ein bisschen weniger, was auch eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist. Optisch macht er natürlich richtig was her, das muss ich so eiskalt eingestehen, das gefällt mir. Ist mal ein bisschen was Flippiges, nicht so ein tristes Schwarz oder tristes Grau. Das fällt auf und das ist gut. Aber ich glaube nicht, wow, war der schlecht, aber ich glaube nicht, dass die Purple-Beschichtung Ewigkeiten halten wird. Also ich glaube es nicht, ich weiß es nicht. Falls die Darts schon irgendjemand hat, kann er ja mal kommentieren. Hilfe, ey. Heute ist nicht mein Tag an Bord. Naja, noch ein 100er gerettet. So, da würde ich sagen, hauen wir noch eine Aufnahme rein Richtung 19 und dann schauen wir mal mit der Action Cam. Und da sind sie nochmal in voller Pracht mit meinem L-Style Setup versehen. Farblich natürlich eine 10 von 10. Ich überlege schon, ob ich diesen Monat beim Setup des Monats selber mitmache. Ob das unfair ist, ich weiß ja nicht. Schaut es euch an, was sagt ihr? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und votet natürlich beim nächsten Voting wieder mit. Also ich finde es optisch echt bombastisch, da muss ich doch mal wieder Richtung 10 von 10 gehen. Das nützt alles nichts, das ist gut. So, was fehlt noch? Richtig, ihr wisst es, das Fazit, also gehen wir wieder rüber. Fazit. Wir bekommen diese Darts für 75 Euro und was bekommen wir eigentlich dafür? Wir bekommen dafür einen optisch sehr ansprechend slash auffallenden Dart,
welcher mit zwei schicken Gripzonen versehen ist. Kann man damit was falsch machen? Ich glaube nicht. Dieser Dart dürfte was für jedermann sein. Die Barrelform ist gleichbleibend, die Optik ist geil, sehr schön auf sein Image aufgebaut. Beste Grüße an die Marketingabteilung von Bulls, da gibt's von mir mal den Daumen hoch. Das finde ich alles insgesamt sehr stimmig und auf jeden Fall gut. Ob natürlich die Beschichtung jetzt eine halbe Ewigkeit hält, weiß ich nicht und ich wage es auch irgendwie zu bezweifeln. Aber ich finde das mal einen guten Ansatz. Kann man mal machen. Wenn es hält, ist es natürlich super. Wenn es nach ein paar Monaten abgeht, darf man sich natürlich auch nicht wundern. Also, falls ihr Bock habt, checkt gerne den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es die Darts bei dartshop.de für ca. 75 Euro käuflich zu erwerben. Ja, und dann hättet ihr auch mal ein schickes Set Auberginen-Darts zu Hause. Ich mache jetzt für heute Feierabend. Meine Aubergine wartet schon auf mich, dass ich sie verzehre. In diesem Sinne, ich habe vielen Dank für eure Aufmerksamkeit da draußen. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, hol das doch einfach hier unten gerne noch nach. Und ich sage natürlich, wie immer, adios. Amigos.